Was los? Was los? Was los? Heute mal. Oh ne, hier geht nicht. Boah, ist das hell? Bin ich käsig weiß? Heute mal zu ungewohnt später Stunde aus dem immer noch sonnigen Los Angeles am Venice Beach. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal mit in die Box nehme. Aber ich habe mir da was Besonderes überlegt. Und zwar mit Schagel zusammen. Den sollt ihr natürlich auch wieder zu Gesicht bekommen. Aber wie machen wir das? Denn der gute Herr ist im Moment in Spanien und ich am anderen Ende der Welt. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass der eine Trainer von CrossFit Paradiso, wo ich immer die Drop-Ins mache, der auch unter anderem der Coach von Seth Rollins ist. Und Seth Rollins ist dieser junge Mann hier. So, und die beiden haben zusammen jetzt die Holiday Open ins Leben gerufen. Das sind quasi wie die CrossFit Open, nur jetzt über die anstehenden Feiertage. Also hier ist jetzt ja Halloween und Thanksgiving und was hier noch alles ist. Das sind 5 Workouts in 5 Wochen und mit kann man sich halt online eintragen. Und Schagel und ich haben uns überlegt, machen wir doch einfach mal mit. Und zwar ich in Los Angeles, beziehungsweise dann in Palm Springs und Miami und wo ich mich so überall rumtreibe. Und Schagel in Spanien und Hamburg. Und diese Holiday Open, die machen nicht nur Spaß, sondern die sind auch noch für einen guten Zweck. Das ist natürlich doppelt geil, denn die Teilnahmegebühr von $20 wird komplett an Americares gespendet. Und das ist eine wohltätige Organisation, die unter anderem im Moment die Opfer der Flutkatastrophe, Tsunami-Hurricane-Katastrophe hier unterstützen, also aus Mexiko, Florida, Texas. So, das heißt, Gutes tun und auch noch ballern. Wie geil ist das denn? Übrigens, ihr könnt auch spenden, ohne zu ballern. Den Link packe ich unten mal in die Beschreibung. Also eine gute Sache. So. Und heute steht, wie gesagt, das erste Workout an. Und das trägt den Namen Sweet Chin Music. Ja, benannt ist das ganze Ding nach dem Finishing Move von diesem jungen Mann hier. Sexy, I've got the looks, the drive so cool, while I've got the mood, that really move them. I said she. Also ihr seht, Wrestling, Wrestling, Wrestling und CrossFit und dabei noch Gutes tun. Ich meine, besser geht das für mich nicht. Und jetzt kommt das Ass im Ärmel. Cleavy, ich hab dir ja gesagt, du kriegst den Ric Flair Style noch. Was sind das bitte für geile Socken? Die werden mir heute die nötige Power geben, Schagel bei dem Workout mal so richtig zu schlagen. Ja, vielleicht auch nicht. Aber die werden mir die nötige Power geben, um bei 30 Grad Wallballs zu machen. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf zur Box. Ich höre mal auf zu labern. Und in der Box erkläre ich dann, was es mit dem Workout auf sich hat. Ich mach's mal so. Heute liegen an schwere Pause. Snatch Balances und nicht ganz so schwere Push Jerks und etwas schwerere Clean High Pulls. Mega. Sag mal, wie ist denn das bei euch? Das würde mich mal interessieren. Trainiert ihr im Urlaub? Macht ihr im Urlaub das, was geht? Geht ihr joggen? Oder ist es bei euch auch so, so ist es zumindest bei mir, dass ihr vorher schon checkt, okay, ich fahre da und dahin und ich gucke schon mal im Internet, was es da alles so gibt? Gibt es vielleicht sogar eine CrossFit-Box in der Nähe? Kümmere ich mich da vorher schon mal drum? Kann ich da einchecken? Also, so mache ich's. Ich weiß, wo ich hinfahre und dann gucke ich schon mal, was ist da in der Nähe. Oh, Entschuldigung. Was ist da in der Nähe und kümmere mich schon mal um so ein Drop-In. Was ich auch schon gemacht habe, ist den Urlaubsort dementsprechend aussuchen. Das heißt, es gibt so 2-3 Hotels oder Resorts oder wo auch immer man hinfährt. Und ich frage schon mal an, was das CrossFit-Studio, was das Fitnessstudio, das Hausinterne so kann. Genau, so viel wie dieses Mal mache ich eigentlich selten Urlaub. Also dieses... Ich ziehe mein Programm so tatsächlich durch, auch was das Lufttraining betrifft. Trainiere eigentlich auch hier 2-mal am Tag. Die zweite Einheit zugegebenermaßen ein bisschen überschaubarer, aber eben Kraft, Luft. Wegen, die meisten von euch wissen es, des German Throwdowns am 11. 12. November. So, jetzt schalte ich euch mal weg, weil ich will mein Training wegäumeln.
Workout dann, beziehungsweise der Kraftpart ist durch. Jetzt liegt dieses Zack. Ach, die gucken alle. Naja, jetzt liegt das Workout an. Ätzend. Ja, viel Freude. Pickepacke voll. Es ist Samstag. Ja, und ich bin, wie man unschwer erkennen kann, auf dem Weg zur Box entlang am Venice Beach. Und meine Frau hat mir den Tipp gegeben, den Rat gegeben, befohlen, film doch mal bitte deinen Weg und nicht immer nur deine Fresse. Die kennt doch jeder. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht sehe ich mich auch einfach so selber so gerne hier im Monitor. Aber ich halte jetzt mal die Klappe und sammle mal ein paar Impressionen von meinem kleinen Fahrradweg hier, den ich jeden Tag abradeln darf. Also, später. Vor 12 auf dem Samstag und trotzdem schon rappelvoll. Also am Wochenende ist hier echt immer ja, gut was los, wenn ihr mal in der Gegend seid und LA besuchen wollt. Viele machen das ja immer nur so auf dem Abstecher, 2-3 Tage, während sie rumreisen. Dann versucht möglichst nicht am Wochenende hier zu sein. Es sei denn, ihr steht so richtig auf Trubel und Parkplatzsuche und so weiter. Dann go for it. Aber unter der Woche ist es halt wesentlich ruhiger und lässt sich da ganz entspannt längs schlendern. Ne? So, ich mache jetzt mal die letzten Meter hier auf flott. Ne? So, wie man vielleicht noch hört im Hintergrund, lässt es die 11 Uhr Class noch krachen. Hier ist samstags immer Partnertraining. Das begrüße ich sehr übrigens, find ich super. So wächst die Community zusammen. Ich wollte noch mal kurz das Workout erklären. Schagel hat es mir schon auch schon erklärt, aber ich mache es auch noch mal. Sweet Chin Music ist ein sogenanntes Triplet. Also es besteht aus drei unterschiedlichen Übungen. Wallballs, Rudern und Burpees over the Rower. Und zwar 27 Wiederholungen, 21 Wiederholungen, 15 Wiederholungen und 9 Wiederholungen von allen Übungen. Und dann ist man durch. Das Time Cap sind 15 Minuten. Kurz und knackig nicht, aber ich würde mal sagen, so mittleres Workout. Mal gucken, wie ich mich anstelle bei der Hitze. Running back to you, I'll come
running back. You can call my name and I'll come running back to you. Running back, I'll come running back to you. Jetzt habe ich Alex eben Bescheid gesagt. Vor der lieben Kamera vor euch. 13er Zeit. Das ist nicht so gut. Ne? Das kann das Problem. Die Warbow Shot nicht unbroken und auch unsicher. Ja. Da heißt es wohl noch ein bisschen Luftballern, das meins. Also sowas. Ich glaube, ich hätte noch nie bei Burpees Luftprobleme. Fuck, Alter. Hat sich auch angefühlt wie Sweet Chin Music. Meine Zeit, habt ihr gesehen, 11:53. Na Schagel, was hast du? Ha? Was hast du, Schagel? Ich hier, werd Luftmaschine hier drüben. So, Bock auf ein paar Impressionen aus der Box? Habt ihr, ne? Weiß ich, gibt's jetzt. So, hier wird's laut. Die Box geht gerade nochmal richtig ab. Ich bin, gesund gesagt, echt genervt. Also ich war noch nie der Kräftigste. Wenn ich was hatte, war das eigentlich immer Luft. Jetzt bin ich ein bisschen kräftiger geworden, aber habe richtig Luft verloren. Also fühlt sich zumindest so an. Für mich war das der letzte Tag hier. Morgen geht es zurück nach Hause. Und dann muss ich mal schauen. Merkt man, ne? Ich bin ein bisschen genervt. Mann, ich bin immer noch genervt von dem Workout, ne? Aber bleibt zu resümieren, dass es zwar super ist, in anderen Boxen zu trainieren. Das ist wirklich gut. Diese Community unter CrossFittern, haben wir glaube ich schon mal gesagt, ist immer super. Man ist eigentlich immer überall relativ herzlich willkommen. In diesem Fall war es ein bisschen zurückhaltender, aber das lag einfach daran, dass man sich nicht sprachlich nicht verstanden hat. Genau. Aber in einer Box zu trainieren, in der man weiß, wo alles ist, in der man sich auskennt, eine sogenannte Homebox, ist schon was Feines. Diese Filmerei macht richtig Laune, immer noch. Aber das ist das zweite Resümee. Ohne Alex macht es keinen Bock. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seht ja jetzt ab und an mal Videos nur von mir oder Videos nur von Alex. Weil, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, der gute Mann ja 7 Wochen lang im Urlaub ist. Wie geht's euch? Ist das okay für euch? Ist das cool? Von wem wollt ihr was eher sehen? Oder stimmt ihr mir zu und sagt,
Einzeln sind die beiden irgendwie nur halb so bekloppt. Und irgendwie einfach nicht witzig. Ja, ich stimme für Letzteres. Ich mache mich jetzt auf den Weg zurück zu meiner Familie. Und das ist auch das Schöne, freue mich ja langsam auch wieder auf zu Hause. Und dann werde ich wohl, heute Abend beginnt, ein bisschen an meiner Luft arbeiten. Ich wünsche euch was, wir sehen uns in Deutschland. Vielleicht sehen wir uns in Mainz. Denkt dran, sagt mir Bescheid, wer kommt. Ich freue mich in Keks, vielleicht kann man sich da ja mal auf ein Käffchen treffen. Oder vielleicht ist man hotelmäßig, für die da übernachten, ja auch so nur einen Katzensprung voneinander entfernt, dass man abends noch ein Bierchen trinken kann. Ein Wasser. In diesem Sinne, reingehauen allerseits. Ich erhole mich jetzt hier noch ein bisschen am Strand. Und ihr müsst leider mit den Bildern leben. Kennt ihr das? Nach dem Workout hat man immer das Gefühl, man hätte noch ein bisschen mehr Gas geben können. Aber ich glaube, meine Zeit ist trotzdem eigentlich ganz okay geworden. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Und ich sag mal, liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken, Herzchen aufmalen, an den Kühlschrank hängen, Mama und Papa Bescheid sagen, alle CrossFit-Hipster auf Doom, abonnieren, dies, das. Schagel, dein Einsatz. Ananas.